Bei dem Cube geht es darum, dass die Jugendlichen ausgehalten werden. Das heißt, wir müssen ganz individuell gucken, was braucht der Jugendliche und werden dann aus dem Team heraus das auch anbieten. Unser Ziel ist eigentlich, dass wir dieses Jugendhilfekarussell beenden wollen. Jugendliche, die ständig von einer Gruppe in die nächste gehen, immer Beziehungsabbrüche haben. Und entsprechend möchten wir eine Gruppe schaffen, wo die Jugendlichen ausgehalten werden. Also besonders reizt mich daran, dass wir natürlich einen sehr intensiven Rahmen haben. Ganz wenig Jugendliche, viel Personal, sodass wir ganz individuell auf die Jugendlichen eingehen können. Wir können also Maßnahmen schaffen, dass wir sagen, wir nehmen jetzt mal für eine Woche raus, jemand aus dem Team heraus, geht mit dem eine Woche wandern, solche Dinge. Ganz individuell gucken, was der Jugendliche gerade braucht. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass der Cube wirklich Erfolg hat, dass die Jugendlichen das Angebot annehmen können und dass der Cube ein Teil davon wird, dass die Jugendlichen ihren Platz im Leben und in der Gesellschaft finden. Wenn Sie also Lust haben, diese neue Aufgabe mit uns gemeinsam zu meistern und keine Person sind, die solche Dinge sagt wie, ich habe seit 30 Jahren so gearbeitet, sondern wirklich Lust auf neue Ideen und neue Konzepte haben, dann kommen Sie wirklich zu uns.